Der erste FC Köln hat sich nach dem Wiederaufstieg 2014 in der Bundesliga etabliert und nun einen guten Saisonstart hingelegt, Tabellenplatz 7. Im heimischen Stadion ist man nach dem 7. Spieltag immer noch ungeschlagen, 2 Siege, 2 Unentschieden. Mit 11 Punkten kann ich sehr gut leben, sagte Trainer Peter Stöger nach dem Spiel gegen Ingolstadt. Die hohe Erwartungshaltung rund um das Geisbockheim kann aber auch er nicht stoppen. Das weiß auch Kölns Legende Bernd Kullmann. In Köln sind die Ansprüche ja dann immer schnell da für mehr. Ich glaube, der Verein verkauft es ganz gut. Ich denke, wenn wir es in diesem Jahr schaffen, im letzten Jahr auch wieder so in etwas so tabellenmäßig abzuschneiden, vielleicht ist nur ein Platz mehr, dann ist das in Ordnung. Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit sehr vielen jungen Spielern, für die die Bundesliga noch neu ist oder wie Hector, der erst sein zweites Jahr spielt. Also ich sehe da schon noch, wenn wir es schaffen, uns dieses Jahr wieder zu stabilisieren, dass da noch Entwicklungspotenzial nach oben da ist. Einer dieser neuen Spieler ist Anthony Modest. Der Franzose wurde aus Hoffenheim geholt und avancierte sofort zum Topspieler beim FC. 7 Spiele, 5 Tore und 4 Torvorlagen. Bis auf das Spiel gegen die Hertha war Modest bislang in jedem Pflichtspiel an einem Treffer beteiligt. Ich denke mal, dass der schon eine Bereicherung ist für den ersten FC Köln. Er ist schnell und hat ja auch schon ein paar Tore gemacht. Und ich denke mal, es ist ein guter Einkauf. Jörg Schmadtke, Kölns Manager, hat vor der Saison auf dem Transfermarkt mal wieder ein gutes Händchen bewiesen. Anthony Modest als Ersatz für den nach Bremen gewechselten Uja gekommen, hat sofort eingeschlagen. Sörensen, Bittencourt, Jojic und Hosina sind weitere Garanten für den bisherigen Erfolg der Domstädter. Kölns ehemaliger Manager Karl-Heinz Thielen sieht diese Entwicklung sehr positiv. Das Standing des Clubs ist eindeutig besser geworden. Ich glaube auch, dass er nichts mit dem Abstieg in Zukunft, also in der nahen Zukunft, zu tun haben wird. Ich hoffe, dass durch einige gute Verstärkungen der 1. FC Köln irgendwann mal da hingehört, wo er früher war, nämlich immer unter den ersten 5.